Die folgende Übung ist ähnlich der vorangegangenen Übung. Wir haben hier wieder ein paar Datensätze, also hier ein Datum, zum Beispiel ja, ein Datum, dann haben wir eine Startzeit, eine Endzeit, das sind quasi Datumsdaten, das sind Uhrzeitdaten. Wir sollen das Ganze kombinieren, also konvertieren in Textdaten. Die Textdaten sollen enthalten hier den Tag, also das Datum quasi ausgeschrieben, zunächst den Tag als also als Text, danach allerdings nochmal den Tag als Zahl, dann den Monat komplett ausgeschrieben, das Jahr und dann hier noch kombiniert die Startzeit mit der Endzeit in dieser Form. Also auch so mal auch wieder einen speziellen Text erzeugen und bauen uns das dann entsprechend ja, zusammen. Wie gehen wir da vor? Zunächst erzeuge ich mir wieder eine Tabelle. Die ist momentan ziemlich lang. Ich fürchte, da kommt man besser, wenn die Tabellen so lang sind, dass man sie von unten her aufrollt. Mache ich hier nochmal, weil da geht es nämlich wesentlich schneller. Es gab da auch nochmal Shortcuts, die habe ich leider vergessen, aber brauche es auch nicht unbedingt. So, und gehe dann hier auf Einfügen, dann auf Tabelle. Sie hat bereits Überschriften und blende jetzt natürlich bei dieser auf jeden Fall die mittleren Zeilen aus. Auch wieder von unten anfangen zu scrollen, da ist man einfach schneller. So, hier bin ich unten. So, sind wir schon oben. Und dann rechte Maustaste und ausblenden. So, dann schieben wir das wieder hier ran, machen es passend ungefähr der Größe an unsere Vorlage und zoomen uns ein bisschen rein, damit Sie das besser sehen. Und fangen jetzt an zu arbeiten. Auch hier wieder mein Hinweis. Wer die vorangegangenen Übungen gefolgt ist, dem sollten jetzt diese Daten was sagen. Also hier hinter dieser Zahl verbirgt sich ein Excel-Datumswert und hinter diesen Zahlen verbergen sich Excel-Uhrzeiten. Wir markieren also hier diesen Bereich und suchen uns hier die entsprechende Formatierung aus. In dem Fall handelt es sich um eine Standardformatierung, da können wir einfach sagen, Datum kurz, das passt. Und das sind einfach zwei Uhrzeiten, das dürfte auch Standard sein, da gehen wir einfach auf Zeit. Und haben das hier entsprechend formatiert. Ja, jetzt fangen wir an, das zu kombinieren und alle Textdaten auszuerzeugen aus diesen Datumswerten. Und da gehen wir folgendermaßen vor. Wir gehen jetzt hier einfach auf Formeln, rufen hier die Funktion Verketten auf. Jetzt muss ich mal schauen, wo war der Text hier unten. Verketten, hier ist sie. Und ja, eigentlich, ich überlege gerade, ja, doch ein bisschen das Verketten. Haben wir jetzt drei verschiedene Datensätze. Man könnte es auch mit einem Und-Operator machen. Der einzige Operator, der funktioniert für Texte, machen wir das vielleicht mal mit ein bisschen Variation hier einbauen, weil die Verkettenfunktion haben wir schon in anderen Beispielen verwendet. Also gehe ich hier auf Ist gleich, rufe die Funktion Text auf, weil ich kann nicht einfach hier dieses Datum einfügen, dann bekomme ich das hier natürlich als irgendein Format, also zumindest nicht in dem Format, wie ich es haben will. Ich möchte ja wirklich Text erzeugen. Der ist jetzt ja auch verlangt. Also muss ich jetzt hier einfach mit der Funktion Text, die wir schon in anderen Übungsbeispielen kennengelernt haben, jetzt hier wirklich diesen Textring erzeugen. Also einfach jetzt hier das Datum einzubauen, würde nicht funktionieren. Beziehungsweise die Formatierung würde auch nicht funktionieren, weil wir es ja quasi auf verschiedenste Sachen anwenden müssten. Also hier kommen wir nicht umhin zu sagen, wir erzeugen uns hier einfach einen Text. Also gehen wir rein, gehen hier auf Ist gleich, rufen die Funktion Text auf, Klammer zu, klicken da rein, gehen auf F und X. Jetzt werde ich nochmal die Lupe anschalten, damit Sie das besser sehen. Die Formatierungsbefehle, die ich jetzt hier verwenden muss, um halt hier diesen Text zu erzeugen. Also zunächst wollen wir uns den Datumswert, das ist hier dieser. Und jetzt geben wir die Formatierung ein, in Anführungsstrichen, das nicht vergessen. Und wir fangen zunächst an mit dem Tag. Das müsste jetzt viermal Tag sein. Danach haben wir ein Komma, Leerzeichen. Dann haben wir den Tag zweistellig oder einstellig. Nochmal den Tag. Dann ein Punkt. Dann den Monat, ich tue mal das ein bisschen rüberschieben. So. Dann den Monat, der auch wieder ausgeschrieben muss. Also das müsste dann halt das Ganze noch in Anführungsstrichen, also M, M,
Ich glaube viermal, ja. Das wäre dann dreimal, genau, das wäre das Kürzel. Der Monat und das Jahr dreistellig. Genau, das wäre dann Donnerstag, der 27. Dezember 2007. Das wäre unser erster Text. Die nächsten Texte sind etwas einfacher. Jetzt kombinieren wir das hier weiter, gehen ja auf den Und-Operator, rufen hier wieder die Funktion Text auf, Klammer zu. Dann gehen wir in den Assistenten für die Funktion Text und wir brauchen jetzt hier noch die Uhrzeit. Holen uns also hier die Startzeit, die ist hier und geben jetzt die Formatierung entsprechend ein. Das ist ja relativ einfach. Das ist hier einfach HH Doppelpunkt MM Doppelpunkt SS und gehen auf OK. Jetzt haben wir hier das. Jetzt habe ich noch. Jetzt muss ich hier noch was anderes einbauen, nämlich hier noch ein Leerzeichen und einen Doppelpunkt. Gehen wir mal hier oben rein. Nach dem Und-Operator füge ich jetzt noch mal in Anführungsstrichen einen Doppelpunkt und ein Leerzeichen und füge wieder einen Und-Operator ein und erzeuge damit jetzt hier diesen Text. Ja, jetzt muss ich hier hinter die Funktion Text, die kann ich mir jetzt eigentlich kopieren. Hier oben Steuerung C, klicke hinter die Funktion Text, gebe erneut einen Und-Operator ein. Und in dem Fall brauche ich jetzt ein Minus, also Anführungsstrichen ein Minus, füge die Funktion Text ein und muss einfach hier nur die Startzeit durch die Endzeit ersetzen. Gehe auf Enter. Ups, jetzt habe ich mich hier verschrieben. Muss ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt hier oben drin rumspielt. Hier fehlt noch ein Und-Operator, deswegen schimpft er rum, ganz berechtigt. Und jetzt sollte das funktionieren. Ja. Wie gesagt, man kann das auch mit der Funktion verketten machen. Das ist Ihnen überlassen. Ich versuche mal die Funktion hier ein bisschen einzublenden. So. Na. Jetzt. Aber ich wollte noch mal was anderes zeigen. Man kann auch mit der Funktion die Funktion verketten durch einen Unteroperator ersetzen. Ich persönlich muss gestehen, wenn die Verkettung doch komplizierter wird, dann bevorzuge ich die Funktion verketten, allein weil ich da eine Vorschau habe. Und hier müsste ich ständig, um eine Vorschau zu bekommen, auf Enter gehen und erstmal die Sache ausrechnen, dann wieder neu einzugreifen. Aber wie gesagt, wer will, kann auch diesen Und-Operator verwenden. Das ist der einzige Operator meines Wissens, der auch mit Textdaten funktioniert. Ja, gehen wir aus der Lupe nochmal raus und schauen uns nochmal das Endergebnis an. So sieht es jetzt aus. Also wir haben hier jetzt diesen Text erzeugt und da diese Zeitdaten quasi dynamisch rein verknüpft und entsprechend dann auch formatiert, damit sie eine bestimmte Darstellung bekommen in diesem Text. Ja, aber wir haben diesen Text wirklich erzeugt. Ja. Also wenn ich sage formatieren, dann meine ich hier die Textfunktion, die im Prinzip, wo ich der Textfunktion kann ich in Excel Zeitwert übergeben und kann halt dort dann einstellen, in welcher Form ich diesen dann ausgeben will. Ja. Gut, so viel zu dieser Übung.